Hey ho meine Lieben, zum neuen Video. Jetzt aber richtig, nach dem letztens im Abspann. Ja. Gut, was machen wir heute? Was ganz Neues, mein Schatz. Nein, so ganz neu ist es nicht. Wir haben uns überlegt, einmal was Mexikanisches zu machen. Da hinten stecke ich gleich jemand in die Couch unten rein, weil die hinter der Kamera so rumhampelt. Und ja, Mexikanisch. Was machen wir? Enchiladas mit Hackfleisch gefüllt und überbacken. Dabei muss ich persönlich sagen, ich denke, dass auch dieses Rezept ziemlich eingedeutscht ist. Also machen wir Enchiladas mit mexikanischen Touch oder so ähnlich. Ja, können wir machen. Jo. Auf alle Fälle ein bisschen Rezept als Vorlage mit einer schönen Guacamole dazu und das Ganze machen wir drüben in der kleinen feinen Küche. Aber feinen Küche, du lernst es schon noch. Halt, komm her. Ja. Das kriegen wir auch noch hin. Attacke! So Leute, heute die große kleine Übersicht. Haben wir mal ein bisschen mehr hier rumliegen. Ich hoffe, wir haben jetzt alles da, was wir brauchen. Also, Hackfleisch. Stellen wir gerade auf die Seite. Creme fraiche. Avocado. Dann habe ich hier Basilikum getrocknet, dann Korianderblätter getrocknet, ein bisschen Quetschzitrone. Bevor ich wieder eine wegschmeiße, nehme ich die. Bisschen Olivenöl, Zwiebeln, 6 Wraps. Was haben wir hier noch alles? Kümmel gemahlen. Ich meinte, da wäre was mit Kreuzkümmel gestanden. Kümmel weg. Curry? Wo ist mein Kreuzkümmel hin? Petersilie habe ich gerade auch noch gefunden. Aber ich vermisse meinen Kreuzkümmel. Paprikapulver, Kidneybohnen, Tomaten gehackt, bisschen Mais, Knoblauch, Tomatenmark, ein bisschen Rinderbrühe, Cheddarkäse, Salz, Pfeffer, paar Tomaten. Und jetzt gehe ich erstmal auf die Suche nach dem Kreuzkümmel. So Leute, ich meinte eigentlich, da ist auch noch was drin, dass so eine Dose noch da ist, aber egal. Dann nehmen wir den Kreuzkümmel. Passt auch. Tja, und jetzt arbeiten wir uns nach dem Rezept durch. Und nachher, wenn dann die Wraps in den Ofen geschoben werden, ja, dann mache ich die Guacamole. Genau. Attacke. So, dann geht es hier drüben weiter mit der Enchilada Tomatensauce. Ja, so steht es hier. Gewürfelte Zwiebeln werden jetzt, oder eine gewürfelte Zwiebel wird jetzt in dem Olivenöl angedünstet. Dann kommt das Tomatenmark hinzu. Wo haben wir das? Da drüben. Da quetschen wir dann schön was rein. Ihr könnt auch das Tomaten-Paprika-Mark nehmen. Haben wir da noch was offen? Tomaten-Paprika-Mark? Ja, dann quetschen wir das auch mit rein. Ja, danach, wenn das angebrutzelt ist, wird das mit den gehackten Tomaten hier abgelöscht. Dann bröseln wir unseren viertligen Brühewürfel hier rein und schmecken das dann ab mit den Gewürzen. Aber ich denke, zum Abschmecken mit den Gewürzen holen wir euch wieder dazu. So, Zwiebeln angeröstet, Paprika und Paprika-Tomatenmark ist drin. Dann hauen wir jetzt die Tomaten mit rein, die Dose. Dann brösel ich gleich mal den Würfel hier mit rein. So, dann hauen wir gleich das Salz mit drüber. Das mache ich jetzt frei Schnauze nach Gefühl. Da hat Spatzi jetzt gar nichts mitzureden. Gestern hat es auch geschmeckt, oder? Ja. Ja. Da habe ich nämlich Chivapchichis gemacht und die auch ja, frei nach Gefühl gewürzt. Naja. Aber immerhin habe ich ja neue Batterien jetzt drin, gell? Hört sich nicht mehr so grausam an. So,
Das reicht. Was hauen wir noch rein? Ein bisschen was von dem Kreuzkümmel. Da müssen wir vorsichtig sein. Richtig. Sonst überlagert es so extrem den Geschmack. Und an dieser Stelle sage ich es nochmal, Kreuzkümmel-Kumin ist kein normaler Kümmel. Und zu guter Letzt, ja, noch ein bisschen Currypulver. Das reicht. Ja. Das Ganze jetzt circa 20 bis 30 Minuten vor sich hin blubbern lassen, brutzeln lassen, ein bisschen einköcheln lassen. Ja, und danach geht es dann weiter mit der Füllung. Also wir tun das jetzt einköcheln lassen, zeigen euch das danach und füllen es dann in ein separates Schüsselle ab. So, das Schüsselle scheint fertig eingekocht zu sein. 20, 25 Minuten. Die tun wir jetzt in der Schüssel rein. Und dann geht es hier gleich mit der Füllung weiter, mit dem Hackfleisch und Co. In die Pfanne hauen wir jetzt einfach ein frisches Olivenöl rein. Und da kommt gleich das Hackfleisch rein und wird schön angebrutzelt. So, dann tun wir das Hackfleisch anbraten, wie gesagt. Und ich habe heute echt den Job des Kommentators. Ja, warum denn nicht, mein Schatz? Ja. So, das wird jetzt schön angebraten und danach können wir die Zwiebel und den Knoblauch mit hinzugeben. Was ich aber hier noch mache, ist gleich noch Paprikamark hinzu. Weil ursprünglich, ja, steht im Rezept drin eine Paprika noch. Das habe ich irgendwie beim Einkaufen komplett übersehen. Egal, wir wissen uns zu helfen. Na, das sieht doch sehr lecker aus hier. So, schön krümelig. Und dann rein mit den Zwiebeln und den Knoblauch. Ah, da kommt noch eine Ladung. Mache ich das gut? Ja, sehr, sehr schön. Möchtest du auch mal was dazu sagen? Bitte schön. Und das duftet. Das wird jetzt mit Salz und Pfeffer jetzt auch abgeschmeckt. Nein, noch nicht. Oder? Doch, steht dabei. Okay. Das mache ich wieder frei nach Gefühl. Hier machen wir jetzt einen Cut rein, weil das dauert sonst wieder zu lange. Sehr schön. In der Zwischenzeit werden jetzt auch die Paprika, die kleinen Geschnippel hinzugekommen, wenn man direkt nach dem Rezept gearbeitet hätte. Ja, und dann tun wir die Tomatensoße, die vorher gekochte, wieder mit dazu. Lassen das Ganze nochmal so circa 10 Minuten vor sich hin köcheln. Und danach habe ich hier schon den Mais und unten runter die Bohnen hergerichtet. Das kommt dann auch einfach hinzu. Ja. Und danach geht es dann am Brett auch schon weiter. Basti, was meintest du gerade? Das sieht ein bisschen dick aus. Das gehört so, weil das ist ja die Füllung von den Enchiladas. Weil wenn es zu flüssig wäre, würde ja alles rausquellen, ja, und stimmt, rauslaufen. Ja, stimmt. Gut. Bitteschön. Dankeschön. Ich bin immer noch am Überlegen, nee, die Bohnen müssen reichen.
Oder wollen wir ein paar Böhnchen mehr haben? Das brauchen wir nicht, mein Schatz. Ja, aber die eine Dose reicht. Ich bin eh schon so kugelrund gefuttert die letzten Tage. Also das tun wir jetzt noch ganz kurz anschmuggeln und dann kann ich anfangen mit dem Tortillas zum Füllen und einrollen. So, nebenbei raspel ich hier mal schnell den Cheddar-Käse hier rein. Der wird in Anschluss mit einem Becher Creme Fraiche oder einer Halbbecher gemischt. Und wieder mal nicht aufgenommen. Ich habe hier einen kompletten Becher und vom zweiten ein bisschen was genommen. Und jawohl, sauber vermischt. Und das wird unsere Schicht, was nachher auf die Enchiladas oben drüber kommt. Womit sie quasi überbacken werden. So, und da haben wir jetzt unsere Masse. Und dann schaue ich, dass ich die Enchiladas füllen kann. Oh, schmeckt lecker. Das ist schön. Ja, muss reichen. Ah, nee. Mehr am Rand hin. Weil die will ich ja einrollen. Und schon wieder ewig lang sowas nicht mehr gemacht. Schon wieder was raus. Das wäre Nummer 1. Und der Rest von der Masse tun wir dann in der Auflaufform unten rein. Es gibt es dann sozusagen ja, als Zugabe. Hey du Böhnchen, komm zu mir. Und so mache ich das jetzt mit allen, bis ich fertig bin. Ist so, oder? Dann nehmen wir unsere, ich habe jetzt wieder so eine IKEA Konix Hau mich tot Schale hier. Da tun wir jetzt hier unten die restliche Hackfleischmasse rein. Also wie man sieht, hätten wir da noch ein paar Wraps füllen können. Oder Enchiladas. Enchiladas sind es ja, genau. Teilen wir hier schön. Masse und die packen wir jetzt möglichst ohne dass sie auseinander gehen, so wie der hier gerade hier drauf. Verdammt, also der ist ziemlich offen. So dass alle schön hier drin sind. Was daneben geht, kann man kosten. Tja, dann nehmen wir unsere etwas zähe Masse hier. Schatz, mein Schatz, willst du die Masse verteilen? Kann ich machen. Kannst du machen? Ja. Dann hole ich dir die hier noch raus.
Weil das ist jetzt was, das. Da bin ich ja schon wieder schier am Ausrasten. Warum das denn? Weil es so ein Barz ist. Oh. Da, bitteschön. Dankeschön. Einfach schön gleichmäßig drüber verteilen. Das Ding hier wieder runterdrücken. Boah, es ist fest geworden. Das sage ich doch. Dann kannst du auch noch was zur Hilfe nehmen. Ach, wir verteilen es jetzt ohne Video. Ideen muss man haben. Oh, mein Schatz, das ist aber gut. Ja, jetzt mache ich es doch selber. Ja, warum denn nicht? Geteiltes Leid ist halbes Leid, oder wie war das? Ja. Und dann kommt das Ganze im Backofen für ca. 20 bis 25 Minuten. Auf wie viel Grad, mein Schatz? 200. Okay, dann mache ich schon mal den Backofen an. Genau. Und während das jetzt im Backofen kommt, so, das muss reichen, fangen wir gleich einmal an mit der Guacamole. Guacamole. Ja, dann schauen wir mal, ob ich das noch kann mit der Guacamole. Avocado. Irgendwie habe ich die Schale immer in grün in Erinnerung. Da eine etwas weichere nehmen. Und ganz klar. Ganz praktisch, wenn der Kern schon rausfällt. Dann mit einem Löffel hier rausholen. Plopp. Da habe ich ein gutes Händchen gehabt. Halt, da hängt noch ein bisschen Schale mit dran. Weg da jetzt. Die wollen wir natürlich nicht hier drin haben. Nicht unbedingt. Ja. Ja. Der Kern ist schon am Keimen, habe ich das Gefühl. Damit braucht man nicht. Dann zermatschen wir das schön mit einer Gabel. Oh, meine letzte Guacamole, was ich gemacht habe, ist auch schon Jahre her wieder. So, dann schnappen wir uns ein paar Cocktailtomaten. Nochmal 4-4. Die häcksle ich jetzt schnell klein. So in etwa, das mit allen. Jetzt weiß ich auch, warum die Kamera vorher nicht aufgenommen hat, mein Engelchen. Ich habe ja gar nichts rum. Ja. So, auf alle Fälle, ich habe hier jetzt die Tomaten doch nochmal abgespeckt, sonst wird das zu viel da drin. So. Und die Kernpampe hier, die haue ich jetzt natürlich nicht extra mit rein. So, dann hauen wir jetzt unser Creme Fraiche, das restliche hier rein. Für die Guacamole reicht es nämlich. So. Dann nehme ich ein bisschen von den Korianderblättern. Also, die schreiben in dem Rezept oder.
Das ist das Basilikum. Ich nehme jetzt von allen ein bisschen was. Getrocknete Petersilie. Petersilie. Ich komme jetzt auf Schnittlauch. Dann kommt gleich Salz und Pfeffer hinterher. Das muss natürlich noch fein abgeschmeckt werden dann. Schauen wir mal, ob ich das schaffe. Vielleicht passt es ja auch schon. Normal hätte ich jetzt eine normale Limone genommen, aber ich wollte jetzt nicht unbedingt einen kompletten Beutel kaufen. Das wäre ja wahrscheinlich alles wieder schlecht geworden. Einzelne habe ich heute nicht, gestern nicht bekommen. Also nehmen wir die Quetschzitrone und fertig. Also die Tomaten da drin, die sind ja wegen der Farbe auch noch gedacht. Oh! Hm. Fast. Spatel, komm mal her. Probier mal. Und? Ja, lecker. Gut. Ja. Fertig. Dann warten wir bloß noch auf unsere Enchiladas. Genau. Die gleich fertig sein müssten. Boah, da kommt Eis aus dem Ofen raus. Ja, blutige Hennerkäpf. Ja. Na nü, was haben wir denn da? So. So. Na, wie nehmen wir die jetzt raus? Fleischmasse drüber. So. Erstmal ein bisschen Guacamole drauf, dass ich probieren kann. Dankeschön. Einmal. So. Dir darf ich gleich etwas mehr drauf tun, oder? Ja, das kannst du. Bitteschön. Dankeschön. Ja, und dann kommt mein Tellerchen, wo es auch gleich das Probiererle gibt. Jetzt hoffe ich, dass ich eine schön gefüllte erwischt habe. So, das Ding stelle ich wieder weg dabei. Tada! Fertig ist mein Tellerchen. Und jetzt machen wir natürlich noch einen schönen mittleren Anschnitt. So sieht das Ganze von innen aus. Und ich schiebe mir jetzt gleich mal ein Stückchen mit Guacamole. Rein in den Hals. Und hoffe natürlich, dass es nicht zu heiß ist. Wow, das ist lecker und ich gehe jetzt essen, bis nachher. Oh.
Leute, meine Schuhe furzen wieder. Ja, ohne Schmarrn, ich habe wieder keine Socken an. Essen, wirklich gut mexikanisch. Ja. Wenn du jetzt das von heute vergleichst zu dem, wo wir letztens beim Mexikaner vorne waren, was würdest du sagen? Es war auch gut. Auch gut, gleich gut, besser, schlechter? War gleich gut. Okay. Dann habe ich es gut gemacht. Wir haben es gut gemacht. Ja. Also absolut lecker, die Guacamole absolut lecker. War richtig lecker, ja. Mehr als ein Enchilada habe ich jetzt gar nicht geschafft. Ich bin sowieso hier überfüllt. Momentan wegen Überfüllung geschlossen. Aber dann haben wir morgen wenigstens noch was zum Essen. Genau. Das heißt zwar ein Video weniger, wo wir machen, aber wir wollen ja nichts wegschmeißen. So sieht es nämlich aus, mein Schatz. Genau. Macht es nach. Ihr habt es ja in etwa gesehen, wie viel Gewürze ich neu habe, aber das muss dann jeder für sich selber entscheiden. Genau so machen, habt ihr ein super Bomben-Ergebnis, richtig lecker. Und ja, in dem Sinne sage ich ja mal Tschaikowski. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Nettes Abo, freundliches Kommentar, Däumchen nach oben. Wird uns alles freuen. Ja. Manu schaut auch mittlerweile. Und ja, wir sehen uns. Ciao, ciao. Ciao, ciao.